Guten Morgen am Tag 12. Ich wollte eigentlich gerade los. Mein Zeug ist altgepackt. Bleibt ja eine Kacke. Und die Quatsche, ich denke, was ist hier los? Da ist da oben an der Tankstelle, da ist so gleich eine Tankstelle hier vorne dran, ein Bus angekommen. Die Tankstelle macht aber erst um 10 auf. Jetzt ist es mittlerweile kurz nach halb 10. Und da sind die erstmal runtergerannt, gackernderweise. Hier sind überall, ich drehe mal nochmal, überall Hütten. Ja. Also Fahrer, Motorradfahrer, Leute mit Autos auch, die hier reisen, pennen hier. Und die latschen hier durch. Gut, jetzt zeig erstmal, warte, bis die weg sind. Ja, mein Tag 11. Mein Tag 11 verlief auf der Straße. Finde ich gar nicht schlimm, ich finde es sehr ganz angenehm, weil man sieht auf der Straße wirklich mal, wie Leute leben. Ja, du kommst durch Orte, wenn du da jemanden triffst, mit dem quatschst, quatschst du mit dem auch nicht so wie mit einem Wanderer über diesen Wanderweg, Thema Wandern, sondern du quatschst über Gott und die Welt. Und das finde ich ganz angenehm, weil ich reise wirklich, um ja, was über Land und Leute zu erfahren, ja, um mitreden zu können, um zu wissen, wie funktioniert es. Nur das macht dich, glaube ich, zu einem Weltenmensch, wenn du versuchst, andere Menschen zu verstehen, andere Kulturen. Du musst sie nicht annehmen, um Gottes Willen, aber du verstehst sie und kannst das berücksichtigen auf deinen Reisen. Ja, weiter. Und ja, rechts und links hast du wundervolle Sachen. In dem Video, was ich dazu mache, müsst ihr euch das mal angucken. Da sind dann so kleine Teiche und Pflanzen am Wegesrand, die du sonst ja nicht siehst. Selbst mit dem Fahrrad bist du viel zu schnell durch. Wandern ist einfach cool. Ja, ansonsten ja, Straße. Die Leute sind rücksichtsvoll. Das ist schon mal sehr schön. Die rutschen. Ich drehe mich immer um, kicke, ob was von hinten kommt, ob sie überhaupt Platz haben zum Rutschen. LKW-Fahrer rutschen komplett rüber. Also die nehmen dich nicht mal mit dem Sog mit. Echt cool. Ja, und jetzt habe ich noch 2 Etappen. Heute gehe ich über die Grenze. Übrigens wurde heute mein Video, was ich schon vor ein paar Wochen aufgenommen habe, veröffentlicht. Eine etwas längere zu der Tour. Könnt ihr auch mal reinkicken. Ist auf derselben Playlist am Limit. Ja. Veröffentlicht heute jetzt über die Grenze. Morgen dann noch eine Etappe und dann bin ich in Kaute Keno. Und da bereite ich mich dann auf den E1, den Europa-Wanderweg, der hier wirklich vom Nordkap bis runter geht nach Italien, glaube ich, ja, bis in Stieferin. Gut, das war meine Rede zum 11. Tag. Ich starte jetzt in den 12. Ich gebe euch hier mal nochmal einen kleinen Rundblick. Yeah, so sieht's ja aus an meinem Schlafplatz. Ich wünsche, guckt mal hier kurz noch. Eine tolle Grillstelle. Ohne ein toller Platz. Der Müll, der da liegt, ist gemüllt in Pappkartons. Das heute. Jetzt aber wirklich, ich bin weg. Bis dann. Tschüss.